Moin Leute, willkommen zur Folge 18 Until Dawn. Ja, wir müssen uns immer noch ein bisschen geistig davon erholen, was in der letzten Folge passiert ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was passieren wird. Weil die Ich Sache ist weiß halt, es auch nicht. bisher, es gab immer diese klassischen Erwartungen, die du von jedem Horrorfilm hast. Dieses leicht Vorhersehbare, dieses Spiel nimmt diese Erwartungen einfach für dich elegant dorthin. Und in der letzten Sekunde macht es einen kompletten U-Turn und dreht dich in eine komplett andere Richtung. Ich hatte auch gedacht, das Spiel läuft so wie ein ganz klassischer Horrorfilm mit ein paar Erschreckern, Teenie-Horrorfilm, so wie man das kennt, so wie man sich das vorstellt. Und dann passierte gerade die letzte Es waren Folge. echt so viele Klischeesachen bisher. Auch dieses, komm, wir gehen, also G2 gehen weg, einfach um da zu vögeln und. Boah. Na gut, Lass wir uns sind erstmal weiterspielen. Ich bin weiter. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. ganz Auch dass begierig. das Emily lebt, gut, das war unerwartet. Äußerst unerwartet. 3, 2, 1, los geht die wilde Fahrt. Keine Ahnung, wer jetzt also eigentlich drin ist. Ich weiß Wer auch der nicht. Mörder ist. Hey. Scheiß Matt, der Mörder. Der Mette, da können wir uns definitiv sicher sein, der ist tot. Oder wir wissen es rein technisch gesehen von Jazz auch nicht, ob sie tot ist oder nicht. So, da ist eine Lampe. Yay. Das Und hat da nicht ist ein so viel gebracht. Fahrstuhl, damit können wir wegkommen. Oh, warte mal, dieser Fahrstuhl erinnert mich doch sehr an den, in dem Jess Oh, gestorben ist. das wäre jetzt witzig, wenn wir jetzt Jess hier finden würden. Könnte gut sein, guter Gedanke, Ja, wir wissen es dass sie nämlich, da also lebt. nachdem wir Emily hier gerade wieder gefunden haben, ich gehe jetzt einmal ein kleines bisschen rum mit L1, sodass du das. Oh. Digga, was war das denn? Ich gehe mal ein bisschen rum, ist gut. Okay, Scheinbar gibt es ja auch alles. Bewegungsmelder. Ja, Nicht. doch, da kannst du Ja, aber ich hochklettern. wollte erstmal noch zu dem Fahrstuhl. Ich dachte, da kommt halt noch irgendwas anderes. Ja, aber damit fährst du dann vielleicht weg mit dem Fahrstuhl bereits. Vielleicht solltest du da erstmal Meinst du? Ja, aber wir können es ja, wenn dann noch abbrechen, glaube ich. Gucken vielleicht einmal kurz in den Fahrstuhl rein. Also was machen wir jetzt? Nehmen wir die Leiter oder nehmen wir den Fahrstuhl? sagen, lass uns mal die Leiter an Ach betrachten. so, okay. So, dann laufen wir hier nochmal einmal rüber zu dem anderen Ding. Der Okay, Leiter. diesmal kein Erschrecken. Wir sind Aber doch ganz gut. inzwischen gewöhne ich mich an diese Jumpscares. Also das muss ich sagen. Am Anfang war ich sehr schreckhaft, einfach weil ich es halt nicht gewöhnt Wirklich? bin. Ja, ein kleines bisschen. Nee, also es war echt. Also es gab schon echt einige schlimme Momente. Der absolute Horror war dieser eine Geist, der da halt hinter Ja, der Tür da. fuck. Das war zu Haben wir viel. aber. Das war echt laut, auch auf der Aufnahme, glaube ich. Oh! Okay, war die Leiter wirklich richtig unschön? Tja. Deswegen auch, was für ein Scheißtag. Scheiße, jetzt hat sie auch noch die Fackel verloren. Wo sind wir überhaupt? Naja, Ja, da ist sie. 23. Ja, das wird helfen, Mäuschen. Wieso sind hier so viele Leichen? Sind vielleicht in einer Art Grab. Vielleicht war es doch eine witzige Entscheidung, hier hinzugehen. Vielleicht hätte der Fahrstuhl auch gar nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Was wäre mit dem Fahrstuhl gewesen? Das interessiert mich jetzt gerade. Interessiert mich auch. Wenn wir das Spiel nochmal spielen, treffen wir da eine andere Entscheidung. Es gibt so viel. Es ist gruselig hier. Einiges schon. Matt, ja. Ja, ich glaube, Matt werden wir so schnell nicht mehr wieder treffen. Vielleicht ist das ja eine Ein bisschen tragende Wand. stärker. Ich hoffe nicht. Wow. Okay. Die hat Die Power. Frau hat richtig Power, ey. Meine Fresse. Sind wir in einer Art Ja, was Grab? ist das da? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Sprengstoff, oder? Nachdem wir eben schon rausgefunden haben. Ja. Oh, wie schräg. Was ist denn das? Ja, nach Pistole? einem Helm aus? Oder ist das eine Pistole? Ich Ich weiß kann es es gerade nicht. nicht zuordnen, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es auch nicht erkennen. Sorry, Eigenartig. Leute. Was ist das hier die ganze Was Zeit? ist denn hier los, ey? Okay, klettern. Oh, Kacke. Gut, diesmal nehmen wir Klettern. springen. Echt? Ja. Ja, schon Ich will eine schwer. Herausforderung haben. Oh nein, jetzt Oh geht das Gott. wieder los, ey. Du wolltest die Herausforderung. Oh, Scheiße!
Okay, willst du klettern? Ja, gut. Hier war es jetzt nicht so dramatisch. Gott sei Dank, ey. Hochstecken. Das Muss wäre drehen, nichts muss für mich, ey. konzentrieren. Das wäre absolut nichts für mich. Wir haben ja auch beide gesagt, wir haben echt Höhenangst. Das wäre nichts für mich, da so klettern und längs hangeln. Ich würde sterben, ey. Ich würde einfach unten bleiben, glaube ich. Ich glaube, das hat sie ja noch nicht so gute Erfahrungen mit Leitern gemacht. Nicht, dass sie die jetzt auch wieder abbricht. Die sieht gut aus. Oh, was erwartet uns da oben? Der Weg ist so lang. Ah. Bitte Ah. kein Geist. Ah. Oh, doch, gar Erstmal nicht. nichts. Stimmt, was ist mit dem Geist, den wir gesehen haben? Ich weiß es nicht. Das bleibt bis jetzt noch offen. Ich hoffe, auch das wird noch Es gibt sehr, sehr geklärt. viele Fragen hier, die offen bleiben. Ja, Das ich ist bin eigentlich... sehr gespannt auf das Ende. Was für ein helles Handy-Display sie hat. Also davon bin ich jetzt echt beeindruckt. Vielleicht die Taschenlampe vom Handy, ich Weiß ich weiß nicht. nicht. Ich glaube, sie hält das Display dahin. Das ist ganz So, geil. nebliger Burg. Diese Schreie, also irgendwas scheint ja auch noch verbrannt zu werden. Also irgendwie ist die Steuerung so ein Süß, bisschen es gibt hakelig. kein Matt mehr hier. Hat sie noch Matt oder noch Chris Nee, Ingram? Matt. Ja, aber das weiß sie ja noch nicht. Ich kann schon verstehen, dass sie da keinerlei Lust drauf hat. Auch Gehst nur du diese noch? ganze Scheiße. Ja, ich gehe noch. Okay. Ich erwarte jetzt, dass irgendetwas Ja, passiert. es ist auch zu lange nichts mehr passiert. Ja. Allerdings ist eben auch gerade ziemlich viel passiert. Deshalb ist es ganz gut, um so ein So. bisschen runterzukommen. Aber ich. Komm schon, verfluchter Nein. Scheiße! Oh nein. Gut, ja. Dann wird es jetzt dunkel. Toll, so viel dazu. Es soll mal wieder was passieren. Es passiert nichts. Auf, so rumzuschreien. Schleichen. Gibt es hier keinen Schleichmodus irgendwie mit R2 oder so? Nein, das scheint nicht zu bringen. Nicht richtig. Also was passiert denn hier? Also jedes Mal, wenn Feuer kommt, schreit auch Ach, einer. guck mal. Ah, wir sind. Das ist doch Ah, unser, wir oder? sind oben angekommen wieder. Wo die Leiter abgebrochen ist. Ja. Toll. Also war es gerade einfach nur ein Umweg. Es tut uns leid, Leute, wir wollten keinen Umweg gehen. Wir wollten wirklich nur gucken, was hier oben ist. Ah, Das wir müssen den Strom anstellen für den Fahrstuhl. Fahrstuhl, oder? Ah, mussten wir so oder so da hoch. Okay, dann war alles geplant. Ja. Das kann man wohl sagen. Wir haben Licht. Auch ganz nebenbei. Ja, Frank, Hinten. meinst du, wir können hier lang? Aber zumindest haben wir jetzt, ja, wir haben wieder Licht und wir haben auch unsere Fackel wieder. Alles wieder cool. Zumindest eine gewisse Form von Waffe ist. Kommen wir. Ui. Geht es jetzt lang? Ich weiß nicht, ob wir hier einfach runterkommen, aber ich glaube, da die Leiter abgebrochen ist, haben wir nicht viele Möglichkeiten hier. Da ist doch Oh, irgendwas. hier ist doch schon wieder irgendwas. Oh, Zahnräder. Ne, da vorne, jetzt ganz unten rechts am Bild. Was liegt denn da? Sieht aus wie Menschen. Nichts Oh, Gutes. Nee, na. irgendwie Metallschrott. Oh, Na da! gut, da leuchtet was. Da blinkt aber was. Nicht, dass das jetzt schon wieder so ein komisches Totem ist. Bitte kein Todestor, es ist Oh, eins. es ist ein Totem. Und Und? zwar, ich habe die Farbe nicht erkannt, ehrlich gesagt. Lila, weiß, schwarz. Ein Gefahr-Totem. Also sprich Gefahr hier für den Menschen, der es trägt, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Nachdem auch das letzte Glückstotem nicht in irgendeiner Form eingetreten ist. Wer weiß, also Aber warte, das. was war denn das für eine Hand? Also scheint hier irgendwie. Hier wird irgendwas gefangen gehalten, oder? Ich weiß auch Was nicht. ist da? Das ist eine kleine Münze. Was? Ja, ein Fass mit einem silbernen. Warum konnte man sich das gerade anschauen? Bedeutet das was? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt und gerade auch leicht überfordert, aber das könnte auch noch vom Schock liegen der letzten Folge. Wir machen mal weiter und gucken mal, ob wir noch ein bisschen was Oh, rausfinden diese können. ganze Tropfsteinhöhle hier. Sieht Es aber sehr, sehr gibt cool leider aus, wenn ich kein muss Matt. sagen, ja wirklich. Also dieses Spiel hat sich wirklich zu einem richtig spannenden Spiel entwickelt. Wir Auch sind wenn mega gefesselt jetzt. jetzt hier eher eine ruhigere Phase. Hat sie Matt? Oh, Licht. Oh. Ich glaube, da Wo kommt kommt man das nicht so Licht leicht her? hoch. Das ist die erste Sache, aber zweitens, wo kommt das Licht her? Also noch 3 Stunden bis zum Sonnenaufgang. Könnte Fehler sein. Vielleicht vom Mond. Vielleicht ist da wirklich so dunkel, dass sogar der Mond da so hell reinscheint. Das Oder ein einfacher Logikfehler der Spielemacher.
Eine Brille. Ah. Ist hier nicht von Chris? Chris hatte eine Brille. Ja, ich meine, Chris ist der Einzige. Hannah? Stimmt, Hannah hatte eine Brille. Sind sie hier runtergestürzt? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Das könnte sein, doch. Sie sind in eine Höhle gestürzt. Sag nicht, dass wir die Leichen von Hannah und Beth hier finden. Wurden die gefunden? Nee, sie gelten immer noch als vermisst, ne? Ja, soweit ich weiß schon. Das heißt, sie könnten tatsächlich hier irgendwo liegen. Oh Gott, ich will das nicht. Du schaffst das, Bro. Ist jetzt noch nichts. Ich hab Angst. Hinweis. Der 2.2.2014. Die beiden Mädchen werden auch immer noch vermisst. Sind sie überhaupt tot? Das ist die nächste Sache, das wissen wir nicht. Wir haben das Bild gesehen, aber wir können nicht definitiv sagen, ob sie wirklich gestorben sind. Auf der anderen Seite, diese Hand, die da gerade gegriffen hat, dieses eingesperrte... Alles mega mysteriös, ich traue dem Bild gerade alles zu. Ja, ich auch. Also. Und Emily scheint hier gerade einiges aufzudecken. Beth. Das ist ihr Kreuz. 2. Februar 2014. Da hat jemand ein Kreuz für sie auch gemacht. Okay. Und sie begraben. Das heißt, jemand hat Beth Leiche gefunden. Okay, dann verwerfen wir die Theorie, dass die beiden leben. Wieder ja. Oder Hannah lebt vielleicht und will sich jetzt rechnen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, weißt du, Hannah ist? Nein. Leute, ich bin verwirrt. Oh shit. Was? Ich glaube, da ist irgendwas hinter dem Wasserrad. Ich habe da nichts erkennen können in dem Moment. Was genau ist wirklich schwer zu sagen, da hast du recht. So, aber wir finden hier echt einen Hinweis nach dem anderen. Ja, definitiv. Oder hier also, hat doch eben auch noch was geblinkt, ne? Alles da. Sehr mysteriös. Ah, jetzt sind da. Wir dahinter. Und zwar... Ein Anhänger. Ist das von? Der von... Ah. Oh. In Hannah with Love. Ja, ganz offensichtlich war sie hier unten. Oder? Das kann aber auch jemand anders sein. So, ich meine, da links haben wir eben durchgeguckt, also da können wir nicht lang. Dann konnten wir doch recht schnell die Frage... Ah! Ha. Wie kommen wir da durch zu dem Wasser? Ist schon wieder gleich so... Was ist das denn? Ich kann da noch nichts erkennen. Ja, ich habe auch was Rosanes gesehen. Also, gehen wir hier lang oder gehen wir da lang? Gehen erstmal geradeaus. Oh! Oh Gott, was ist? Eine Puppe oder so. Oh, ich hasse Puppen. Ich auch. Ich habe gar nicht angegeben, dass ich Puppen hasse. Aber ich hasse sie. Sie sind gruselig. Oh Gott. Nein! Fuck! Beth, komm! Eine Puppe. Oh Gott, Beth, nein! Guck's dir nochmal bitte genauer an. Kannst du nochmal umdrehen? Okay. Was? Da hat jemand Beth scheinbar aufgestellt. Wir haben gerade aus Versehen den Kopf abgerissen. Hat auch gerade was geblinkt, oder? Ja, das ist Beths Kopf. Das ist der Kopf. Ach, nur der Kopf stand da drauf, auf dem Stein. Ja, dann war er schon abgetrennt. Warum macht sich jemand die Mühe und trennt den Kopf ab? Und vor allem, er baut hier offensichtlich einen Grabstein. Korrekt. Okay. Und wo ist das also dieses... Pendant von Hannah? Ja, das will ich gar nicht wissen. Aber, okay, dieses... Spiel wirft unglaublich viele Fragen auf. Mehr als es beantwortet. Ich hoffe wirklich, dass hoffe alles wirklich, beendet dass alles beantwortet hat. Wird. Ja. Beantwortet wird am Ende. Ich bin schon völlig fertig hier, Leute. Und wir müssen ja mal langsam wieder in den Schleichmodus. So, wem gehörte dieser Arm, der da vorhin nach uns geschnappt hat? Sofern das wir überhaupt waren, also Emily. So, wir sind jetzt im Kreis gegangen und ich glaube, hier ist wieder... Ah, guck mal. Ah, das heißt, wir haben tatsächlich was entdeckt, was man, wenn man den Fahrstuhl genommen hätte, sonst nicht gesehen hätte. Nee, ich glaube, wir mussten da lang gehen, weil wir wären ja sonst nicht runtergekommen. Ah, das könnte auch sein. Ich kann mir nicht vorstellen, das sind relativ viele Fragen, die dann doch gerade aufgeworfen wurden. Weil... Das ist der andere Typ. Das ist vor allen Dingen der Typ nicht bewegen, Pascal. Nicht bewegen. Wir sind ganz ruhig hier. Wir halten hier beide die Luft an. Das ist der Kerl,
der damals... Was macht die denn? Der Fremde. Du konzentrierst dich, ich rede. Der Hannah und Beth verfolgt hat. Damals. Ihr erinnert euch vielleicht an die allererste Folge. Der Typ hatte auch einen Flammenwerfer. Und es scheint offensichtlich definitiv zwei Leute zu geben. Ja. Entzünden. Sehr geil. Hier ist alles voller Öl. Das ist natürlich echt doof für jemanden, der mit dem Flammenwerfer rumläuft. Korrekt. Oh Gott, also gibt es definitiv zwei Leute. Unsere Theorie stimmt. Ja, aber wieso... Macht er sich die Mühe, wenn hier eh so ein Psycho-Kill da ist? Was? Umdrehen? Wir verstecken uns nicht mehr, ne? Okay. Hat der bisher noch nie so gut geklappt. Wir drehen uns um, das heißt. Achso, warte, das ist alles? Achso, wir gehen einen anderen Weg. Oh, ich dachte, wir. Ja, was hast du denn da weiter, wenn du zurückgehst? Das war eine beschissene Entscheidung. Das war eine dumme Idee, ja, sorry. Aber es war kein Schmetterlingseffekt, glaube ich. Vielleicht ist er gar nicht böse. Vielleicht will er uns nur retten vor dem Killer, der da rumläuft. Vielleicht wollte er auch damals. Warte. Josh! Oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt! Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut! Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind, ich meine, bei jedem von euch. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich hatte kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat... so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das. Ah, das ist der Geist. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so. Ah, er hat seinen Kopf da durchgeschnitten. Ah. Nein, alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Aber es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica. Er hat zwei Finger verloren. Du wirst dafür büßen, Wichser! Okay, das bestätigt eindeutig unsere Theorie. Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt die Fresse. Chris. Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin jetzt bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Oh mein Gott. Okay, krass. Das heißt, das war alles nur inszeniert und es ist eigentlich gar nicht... Aber anscheinend scheint er ja nichts von dem anderen zu wissen. Also ist da, gab es wirklich diesen Typen, der da wirklich was Böses gemacht hat? Und das alles, was wir gesehen haben, was wir gedacht haben, was passiert, ist gar nicht passiert. Offensichtlich. Auch mit dem Geist und alles Mögliche. Wie wir weitermachen, wie wir mit Josh verfahren werden, sehen wir gleich in der nächsten Folge, nachdem diese ein bisschen zu lang geworden ist. Bis gleich.